Grüße aus dem Wald. Mein Name ist Alvo und heute soll es um eine Tasche gehen, die mich des Öfteren begleitet, die ein schönes Organisationstalent ist, vor allen Dingen natürlich für Wanderungen, weniger für taktisch. Ich habe euch den Taschef Accessoire Bag, komischer Name, schon mal in einem kleinen Video so nebenbei gezeigt. Jetzt habe ich ihn aber länger im Gebrauch und erlaube mir eine abschließende Meinung. Wenn euch das interessiert, ein günstiges, gut verarbeitetes Produkt zu bekommen, dann bleibt einfach dran. Ja, das Taschef Accessoire Front Bag. Eben habe ich nur Accessoire Bag gesagt. Natürlich, Front ist wichtig. Diese beiden Schneiden sind dafür da, um hier vorne bei den Schneiden, die man beim Rucksack normalerweise hat, das Ding dran zu machen. Genaue Funktionsweise und wie ich die finde, gibt es dann gleich später. Vorher erst einmal ein paar harte Fakten zu dem Produkt. Wir bewegen uns hier in einer Preiskategorie von etwa 35 Euro. Das Material ist komplett Cordura, also sehr widerstandsfähiges Nylon. Wir haben eine Höhe von etwa 17 cm und eine Breite von etwas über 30 cm. Die ganzen Reißverschlüsse sind YKK, sind gut, kann ich auf jeden Fall sagen. Und die Schnallen sind Duraflex-Schnallen. Das ist ebenfalls eine eigene eingetragene Marke. Die wird auch bei den anderen Taschef-Rucksäcken benutzt. Finde ich sehr gut. Habe ich nichts dran zu meckern. Das sind erstmal so der grobe Überblick. Natürlich findest du wie immer unten in der Videobeschreibung ein paar Links, wo du es selber angucken kannst, wenn du noch ein paar mehr Informationen haben möchtest oder dir mein Gelaber nicht gefällt und du dir einfach das Produkt selber angucken möchtest. Wir haben hier, der grundsätzliche Einsatzgebiet dieser Tasche ist natürlich eine Rucksackerweiterung, möchte ich es nennen. Das heißt, wir wollen dieses Ding irgendwo am Rucksack dranbringen und es flexibel ab- und anmachen können für Sachen, auf die wir Zugriff haben wollen, die wir am Körper dann auch weitertragen wollen etc. Wir wollen also eine flexible Packlösung haben und das bietet das kleine Ding. Hauptaugenmerk ist natürlich diese zwei Schnallen. Die kann man ganz einfach hier so ranmachen. Wir haben hier ein Einhakprinzip. Das funktioniert auch tadellos, da habe ich überhaupt nichts dran zu meckern. Du kannst den Rucksack dann rumschleudern, wie du willst, das Ding bleibt da dran. Und man hat sogar, wenn man keinen Brustgurt hat an seinem Rucksack, dadurch tatsächlich eine Art von Brustgurt, weil das natürlich begrenzt ist. Und dann hält das die Riemen zusammen, dass die nicht so hin und her schleckern. Manche sind Fan davon, manche überhaupt nicht. Kommen wir zu dem, was es dann hauptsächlich eigentlich tun soll, und zwar Dinge aufbewahren. Fronttasche. Klein, etwa für normale Handygröße im Normalfall. Hier habe ich jetzt gerade ein anderes Pouch drin, worüber ich gleich sprechen möchte. Und ansonsten überhaupt nichts. Das ist einfach nur ein leeres Fach, in dem man Dinge unterbringen kann. Von der Größe her perfekt für Taschentücher, Handy, Feuerzeug mit Feuerstahl oder zwei, drei Riegel. Genau die richtige Größe dafür. Da hat also jemand mitgedacht. Das zweite Fach ist natürlich ungleich größer und besser organisiert. Hier haben wir ein Riesenfach, in dem man einiges reinbekommt. Ich würde sagen, durchaus zwei und ein bisschen Halbliter Cola-Flaschen. Ihr kennt die klassischen Dinger, diese Plastik mit dem Drehverschluss. Ne? Halbliter, da kriegt ihr so 2,5 rein. Ne? Und ein bisschen stopfen. Aber das ist schon machbar. Aber das ist ja nicht das Hauptding für das Bag. Wir haben hier nämlich Organisationstaschen, noch und nöcher. Hier sind nämlich drei mit Stretchgummi, um da Sachen reinzupacken. Und hier nochmal drei, aber dann nicht mit Stretch, sondern ganz normal. Wir haben hier ebenfalls hinten für Dinge, die besonders geschützt werden sollen, nochmal ein Klettfach, das nicht extra nochmal organisiert ist, aber in dem man nochmal Sachen dahinter schieben kann. Ja. Das kann aus Sicht von Diebstahlschutz durchaus Sinn machen, denn so bekommt man es ja mit, wenn dann die Tasche aufgemacht wird. Ne? Klett ist laut zum Aufmachen. Ihr kennt diese Tricks vielleicht aus den Dokus, die gemacht werden in Ländern, wenn man da beklaut werden soll. Dann wird versucht, an die Fronttasche ranzugehen, die man dann hier vorne hat. Weil, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nachdem wir die Fächer abgearbeitet haben. Das hier ist nicht nur zum draußen vorne dranhängen an den Rucksack. Nein, das hier hinten hat auch noch eine Polsterung. Und an den Seiten der Polsterung sind kleine Fächer zum Hinterschieben und tada, und dann kann man das Ding als Bauchtasche benutzen. Ja, habe ich auch schon gemacht.
Das ist der nicht so oft bei mir verwendete Einsatzzweck. Muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich das Ding als Bauchtasche benutze, kommt ein bisschen seltener vor. Aber ist schon zwei, dreimal vorgekommen und hat dann tadellos seinen Dienst getan. Ich glaube, bei sehr, sehr beleibten Menschen, ich bin ja schon ein bisschen massiver gebaut, könnte es irgendwann mit der Länge von dem Band ein Problem geben. Irgendwann. Ich kann nicht ganz genau sagen, wann, weil ich diese Information nicht genau gefunden habe. Und den Umfang zu berechnen mit der Tasche, das habe ich nicht hinbekommen. Aber sagen wir mal, also ich wiege ja 140 Kilo knapp. Ne? Wenn du jetzt 160 und du hast einen sehr bauchlastig, dann wird es vielleicht irgendwann schwierig. Nur einmal zur Information. Was wir auch noch ebenfalls da haben, sind Gummistraps. Und die erfüllen tatsächlich den Zweck, dass du, wenn du das, die Tasche hier vorne an deinen Rucksack, an die Riemen dran gemacht hast, dann kannst du die hier runterziehen und an deinen Gürtel einhaken, sodass du ein sozusagen stabilisierendes Frontback hast, was deinen ganzen Rucksack nochmal wie ein X, ja, die Riemen zusammenhält, auch unten den Gürtel. Finde ich gut, muss ich sagen, habe ich aber am allerwenigsten benutzt. Also die Idee ist super. Man kann sie auch gut benutzen bei längeren Wanderungen, bei mittellangen Wanderungen oder Kurztageswanderungen. Da braucht man sowas nicht. Das sagt dann albern, ne? Aber durchaus was Gutes, wie ich finde. So, stopfen wir das hier mal wieder rein. Das geht eigentlich auch ohne Probleme. Dann kann man das da einfach unterbringen, das ganze Zeug, ne? Und dann ist gut. Aber, und damit sind wir noch nicht beim Schluss von dem kleinen Ding angekommen. Denn was es auch noch hat, ich versuche mal kurz hier, ja, das Kabel reinzustopfen, ist nochmal ein kleiner Reißverschluss unten. Und da kommt nochmal was zum Vorschein. Und zwar hat das Ding eine integrierte Regenhülle. Die ist hier befestigt mit einem Gummistrap. Und dann kann man ganz einfach um das Pouch eine Regenschutzhülle machen. Ist das vorhin geschützt. Habt ihr hier vorne ein regengeschütztes Fach, in dem ihr zur Not auch eine Karte, Dokumente, die nicht nass werden dürfen, oder das Handy darf nicht nass werden, drin haben dürft. Und es funktioniert. Ich bin damit durch Regen gegangen und es war alles super. Ich finde, dieses Ding ist absolut durchdacht. Da gibt es viele Kleinigkeiten. Ich habe mir natürlich am Anfang gedacht, oh, 35 Euro ist vielleicht ein bisschen viel. Aber die Verarbeitungsqualität, die Materialdicke und die ganzen Funktionen, die in diesem Ding drin sind, finde ich absolut in Ordnung. Falls du natürlich keinerlei Erweiterung für deinen Rucksack brauchst, ist das natürlich für dich nichts. Aber ich zum Beispiel kann das sogar auch noch als kleine Kameratasche benutzen. Weil hier vorne passt meine Digitalkamera, mit der ich drehe, durchaus rein, ne? Beziehungsweise ich habe eine Mischung aus Digital- und Spiegelreflexkamera, eine EOS M50 und die passt hier rein. Mit dem kleinen Puschelmikrofon oben drauf, auch noch und Ersatzbatterien. Dann kann man hier drin natürlich Essen, Trinken unterbringen für einen Tagesausflug und. Mir fallen immer wieder Dinge auf, wo ich das Ding gut nutzen kann, wo es mir Spaß macht und wo es auch praktisch ist. Und deshalb bereue ich es nicht, die 35 Euro dafür ausgegeben zu haben. Wer also auf der Suche ist nach einer flexiblen Rucksackerweiterung, ist ein gutes Ding. Wer gleichzeitig vielleicht auch noch eine Bauchtasche oder wer nur eine Bauchtasche haben möchte, kann auch mal da gucken, ob das vielleicht nicht was für ihn ist. Das Taschef Accessoire Frontback. Vielleicht auch was für die Stadt. Auf jeden Fall was für draußen und für Tagestouren. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.